Alles Lob gebührt Allah. Und wir sagen, alles Lob gebührt Allah, weil das Lob umfassender ist als der Dank. Weil das Lob sich mehr auf die Eigenschaften eines jemanden bezieht und der Dank spezieller für die Taten dieses jemanden ist. So sagen wir, alles Lob gebührt Allah. Ihn preisen wir, ihn bitten wir um seine Hilfe, um seinen Beistand und Allah ist es, den wir auch um seine Vergebung bitten. Allesamt suchen wir Zuflucht, Schutz bei Allah vor dem Übel unserer selbst und vor dem Schlechten unserer Taten. Jedem, dem Allah den geraden Weg gewiesen hat, wem Allah den geraden Weg gewiesen hat, so gibt es niemanden, der ihn in die Irre zu führen vermag. Und wer in die Irre geht, so kann einzig und allein nur Allah Ta'ala diese Person recht leiten. Nichts und niemand sonst. Ich bezeuge, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah, dem Erhabenen und Majestätischen und Glorreichen und Barmherzigen einzig und allein. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein ihm ergebener Diener und sein letzter entsandter Prophet ist. Mehr oder weniger spüren wir das Gleiche und unsere Gedanken kreisen sich um dasselbe. Wir denken an die Hitze und an den Ramadan. Und dazu erstmal eine kleine Motivation, liebe Geschwister, denn dies ist in Wirklichkeit eine Gelegenheit, eine Chance, die sehr viele Muslime überhaupt nicht in ihrem Leben bekommen. Ibn Rajab al-Hanbali hat über das Fasten in der Hitze eine kleine Abhandlung abgefasst, aus der ich nun einige Inhalte euch weitergeben werde. Er berichtet von einem berüchtigten Herrscher, Al-Hajjaj, möge Allah Ta'ala ihm vergeben, dadurch, dass sein Gutes, inshallah, seine schlechten Taten überwogen hat. Es gibt Historiker, die sagen, er hat über 100.000 Menschen auf dem Gewissen, hat vor knapp 1300 Jahren gelebt, also er war ein sehr berüchtigter Herrscher. Er war unterwegs zwischen Mekka und Medina und wie gesagt, sein Ruf eilte ihm voraus. Er war der Herrscher damals. Und er entschloss sich, zu Mittag zu essen. Und dann sah er einen Beduinen bei einer Wasserstelle und er lud ihn ein, mit ihm zu essen. Und wir wissen, was eine Einladung bei den Arabern bedeutet. Ja, eine Einladung wird nicht abgeschlagen, ist auch ein Teil vom Islam. Und der Beduine, der guckte ihn an und sagte, mich hat jemand Besseres als du eingeladen. Und ich habe die Einladung bereits angenommen. Hajjaj sagt, wer ist das? Und dann sagt er, Allah Ta'ala hat mich zum Fasten eingeladen und ich habe seine Einladung angenommen. Aber es hat Al-Hajjaj nicht beruhigt. Er sagte, an diesem heißen Tag? Und er sagte, der Beduine, in Vorbereitung auf einen noch heißeren Tag. Also er fastet in Vorbereitung auf einen noch heißeren Tag, den Tag des Gerichts. Al-Hajjaj war immer noch nicht zufrieden. Er sagte, dann isst du heute und fastest morgen. Und dann sagt er, kannst du mir garantieren, dass ich bis morgen lebe? Hajjaj sagte, wer kann das garantieren außer Allah? Das ist nicht in meiner Hand. Und dann sagte der Beduine, wie kannst du jetzt von mir etwas fordern oder mich um etwas bitten, im Jetzt, obwohl du die damit zusammenhängende Zukunft nicht kontrollierst? Ich faste heute, weil ich nicht weiß, ob für mich bereits morgen dieser heißeste Tag ist, der Tag des Gerichts. Und du sagst, faste morgen. Das heißt, es ist eine besondere Gelegenheit, liebe Geschwister, an diesem heißen Tag fasten zu dürfen. Selbst wenn ihr auf der Reise seid und ihr die Wahl hättet. Es ist eine besondere Gelegenheit. Aisha, sie pflegte, im Sommer zu fasten. Im Sommer zu fasten, wenn es härter und heißer war. Und zur Antwort gab sie, dass sie sich so auf ihren Tod vorbereitet.
Von wem hat sie das gelernt? Wir gehen immer zuerst in die Familie rein. Von Abu Bakr, von ihrem Vater. Möge Allah Ta'ala mit beiden zufrieden sein. Der auch die Sommertage für freiwilliges Fasten gegenüber den Wintertagen bevorzugte. Und auch Omar, der auch von Abu Bakr lernte, er gab seinem Sohn Abdullah, möge Allah Ta'ala mit beiden zufrieden, an seinem Sterbebett mit, also bevor er, als er tödlich verwundet wurde und wusste, von Allah Ta'ala Zeichen bekommen hat, dass es jetzt wohl soweit ist, dass er sich auch mit den Charakteristiken, den Eigenschaften der Gläubigen schmücken soll und erzählt als erstes auf, das Fasten an heißen Tagen. Abu Darda, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, er sagte, fastet an den heißen Tagen in Vorbereitung für den Tag des jüngsten Gerichts. Für den heißesten aller Tage. Und betet nachts in Vorbereitung auf die Dunkelheit im Grab. Das heißt, das sind in Wirklichkeit Gelegenheiten. Und wir sollten gar nicht so das Gefühl haben, ah, wir sind geduldig und ah, wir leiden für Allah. Wir sollten das Gefühl haben, Alhamdulillah, ich darf dabei sein. Das ist eine besondere Gelegenheit. Allah Ta'ala hat es mir ermöglicht. Die Frauen aus Medina haben auch eine Redensart gehabt, die besagte, in Bezug auf das Fasten an heißen Tagen, die besagte, wenn die Ware billig ist, dann hat sie jeder. Dann kauft sie jeder. Ja? Frauen wollen diese besonderen Waren haben. Nicht das, was irgendwo im Angebot war, beim Discounter um die Ecke, sondern man erzählt, ja, das ist aus dem Land und das wurde handgearbeitet, handverarbeitet dort und dort und davon gibt es nur so und so viel auf dem Markt und ganz selten und ja. Und das erfreut die Frauen. Das ist auch so ein Hinweis für das Eid, inshallah, dass man auch etwas für die Familie tut, ein schönes Geschenk vorbereitet. Und die Frauen haben das auf das Jenseits bezogen, haben gesagt, ja gut, wir wollen besondere Taten haben, wir wollen nicht irgendwelche Taten haben, die Hinz und Kunz machen können, ja, die irgendein Muslim machen, wir wollen die Taten, die besonders sind. Und sie nannten das Fasten an heißen Tagen. Und liebe Geschwister, subhanallah, ich habe einige Geschwister kennengelernt, die nun nicht mehr fasten können, obwohl die sind topfit, aber sie haben eine chronische Krankheit. Und andere, die geprüft worden sind durch eine schwere Krankheit. Und andere wiederum, über die wir bereits das Totengebet gesprochen haben. Das heißt, wir sollen wirklich diese Chance auskosten dürfen, dass wir am Tag des Gerichts vor Allah Ta'ala stehen und sagen, Alhamdulillah, danke Allah, dass du mir diese Taten geschenkt hast. Letztens, ich war im Einkaufsmarkt gewesen mit meiner Tochter und ich habe ihr ein schönes Getränk geholt. Und ich habe bezahlt und ich wusste genau, wie viel ich dabei hatte, weil ich bin mit wenig Geld reingekommen und ich wusste, ich kann mir nur eine Sache aussuchen für meine Tochter. Und dann bezahle ich und auf einmal sehe ich, dass ich dasselbe Münzstück nochmal in der Hand habe. Denke ich, das kann nicht sein. Dann sage ich, Entschuldigung, das ist, ich meine schon, dass ich Ihnen einen Euro gegeben habe, nicht zwei Euro. Die Frau war verdutzt, ja, guckte in die Kasse und sagte, ah, ich habe einen Euro bei den Zweiern reingetan. Und dann habe ich den Euro zurückgegeben. Und es ging alles sehr schnell. Man hat gar nicht richtig drüber nachdenken können. Ich konnte noch nicht mal eine Absicht fassen, nach dem Motto, oh Allah, das ist jetzt eine Gelegenheit. Ja? Sondern es ging zack, zack, ihr wisst, wie das ist. Man ist einkaufen, Tochter von der Schule abgeholt, man will schnell raus. Ja? Dann, danach habe ich mir überlegt, subhanallah, Allah schenkt uns gute Taten. Wie kann ich mich dafür bedanken, für eine gute Tat? Die Absicht war noch nicht mal da gewesen. Ja? Vielleicht mein Herz war nicht richtig präsent. Wie können wir Allah Ta'ala für diese Gelegenheiten danken? Wir denken, wir danken Allah durch gute Taten, aber in Wirklichkeit sind diese guten Taten, diese Angebote von guten Taten, sind an sich ein Geschenk. Und das hat auch Ibn Qayyim überliefert, auf Musa alayhi salam zurückgeführt. Das ist wohl von dem, was die Juden und Christen überlieferten und was sie überliefern dürfen, solange es nicht dem Koran und der Sunna widerspricht, dass Musa eines Tages mit Allah Ta'ala gesprochen hat und gesagt hat, oh Allah, ich will dir danken. Und dann merke ich, dass wenn ich dir danke, dass ich ja dafür auch einen Dank leisten muss.
und dafür wiederum auch einen Dank leisten muss. Das heißt, ich werde dir nie danken können. Und Allah Ta'ala gab Musa ein, und Musa, dies ist der wahre Dank. Dass man einsieht, aber spürt im Herzen, wir können gar nicht Allah danken, aber das im Gefühl, während man versucht, ihm zu danken. Nicht, dass irgendjemand sagt, ja, ich kann ihm gar nicht danken, deswegen lass es ganz bleiben. Nein, nein, nein. Sondern du versuchst, ihm zu danken und du spürst es und du willst ihm danken, aber du merkst, subhanallah, Allah ist Ashakir. Ja? Allah ist Ashakur. Was kann ich in Wirklichkeit von mir geben? Subhanallah, es ist eine Gnade von Allah, dies erleben zu dürfen. Bei meinem Koranstudium im Ramadan, was wir alle durchführen sollten, ist keine besondere Tat, sondern etwas, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeden Ramadan gemacht hat. Und im Jahr von seinem Tod hat er den Koran sogar zweimal mit Jibril alaihi salam durchstudiert. Das heißt, eine ganz normale Tat, ja, dass man Arabisch liest, auf Deutsch liest, sich ein paar Notizen macht, sich ein paar Fragen aufschreibt. Ja? Bin ich auf Folgendes gestoßen. Ich habe diesen Vers jahrelang rezitiert, ohne seine tiefere Bedeutung zu kennen. Ja, ayyuhalladhina amanu. Ja, ayyuhalladhina amanu, sta'inu bis-sabri was-salah. O ihr Gläubigen, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Das heißt, das Gebet ist nicht nur dafür da, dass wir etwas tun, um im Jenseits davon etwas zu haben, sondern deinen Alltag versuchst du durch das Gebet zu regeln, zu überstehen, die Herausforderungen vom Alltag, die Prüfungen des Alltags. Und so habe ich jetzt in den Koran-Kommentaren lesen dürfen, sucht Hilfe durch die Geduld, damit ist das Fasten gemeint. Mujahid sagte, der große Koran-Kommentator, mit Sabr ist das Fasten gemeint. Sucht Hilfe durch das Fasten und durch das Gebet. Inna Allaha ma'a sabirin. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Sprich, in Klammern, mit den Fastenden. Ramadan, liebe Geschwister, ich stelle die These auf, können wir gerne darüber diskutieren. Ramadan ist nicht dieser Monat, sondern Ramadan ist das, was man in den 11 Monaten danach verbessert hat, umgesetzt hat aus dem Ramadan. Ja, wie so eine Art Trainingscamp für uns. Ja, das Trainingslager, wie bei den Fußballern, die bereiten sich auf etwas vor, ja, auf eine Meisterschaft, auf ein Turnier, und dann gehen sie erstmal ins Trainingslager. Das heißt, den Ramadan, das eigentlich vom Ramadan sind seine Ergebnisse in den 11 Monaten danach. Deswegen lasst uns Folgendes mitnehmen. Lasst uns die Gewohnheit mitnehmen, unsere Hilfe im Gebet zu suchen und unsere Hilfe auch im Fasten zu suchen. Gerade weil wir jetzt mitbekommen, wir können 18 Stunden, 19 Stunden fasten. Alhamdulillah. Wir spüren dies. Es gibt uns großes, ja, Selbstbewusstsein in Bezug auf unsere Schöpfung. Das führen wir natürlich auf Allah Ta'ala zurück, dass wir sagen, Allah hat uns dazu befähigt. Wir können das. Das heißt, vielleicht müssten wir in den 11 Monaten danach uns auch 1-2 Tage in der Woche heraussuchen oder die besonderen 3 Tage in der Mitte des Monats, wo wir fasten, liebe Geschwister. Ja, dass das Abu Huraira auch niemals ausgelassen hat, aufgrund eines Ratschlages vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die mittleren 3 Tage eines Monats zu fasten. Wenn man diese nicht fasten kann, dann andere 3 Tage. Und wir wissen, dass die Taten mal 10 multipliziert werden. Das heißt, man hat dann auch das gesamte Jahr auf diese Art und Weise dann gefastet. Wenn man nur 3 Tage von den jeweils 29 oder 30 Tagen eines Monats fastet, liebe Geschwister, freiwillig. Was sollten wir mitnehmen? Und darin liegt auch eine große Weisheit. Ernährungsberater sagen, versucht nicht, euren Ernährungsplan von einem Tag auf den anderen komplett umzustellen. Ihr werdet scheitern. Aber sie sagen, fangt an mit einem reinen, gesunden Tag. Den plant ihr gut. Und dann dieser eine reine, gesunde Tag, er wird Freude bringen, definitiv. Und auch am nächsten Tag wird man merken, oh, gestern habe ich gut gegessen, ich fühle mich heute fit. Und dann wird man anfangen, von diesem besonderen, schönen Tag auf die anderen Tage Lektionen zu übertragen. Mehr Obst und Gemüse, weniger oder kein Zucker, weniger Fett, überhaupt weniger Essen und so weiter. Gesünderes Essen.
Und so diese Lektion gilt auch in Bezug auf das Fasten. Faste 3 Tage im Monat und du wirst spüren, das kann ich vielleicht, also diese Lektionen aus diesen besonderen Tagen kann ich auch auf die anderen Tage mit übertragen. Weil wenn jemand fastet, er verhält sich anders, als wenn jemand nicht fastet, liebe Geschwister. Und es wird vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass immer wenn es eine ernste Angelegenheit zu klären gab, wird überliefert, so flüchtete er zum Gebet. Er flüchtete zum Gebet. Er suchte seine Zuflucht im Gebet. Ob das jetzt ein Pflichtgebet war, dass er sich sozusagen drauf, jetzt ist ja gleich die Zeit vom Pflichtgebet. Also er hat jetzt nicht so gemacht, das ist meine Bewegung, nicht seine Bewegung. Sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine Bewegung von denen, die in meiner Hand eine Armbanduhr getragen haben. Oh, jetzt ist das Pflichtgebet. Jetzt werde ich im Pflichtgebet mit Allah Ta'ala diese ernstere Angelegenheit besprechen und ihn um seine Hilfe bitten. Oder ein freiwilliges Gebet. Und da gibt es übrigens auch kein spezielles Bittgebet, was man dabei aufsagen muss. Das gibt es in einigen Überlieferungen, die allerdings von den Gelehrten als schwach bis erfunden eingestuft werden. Das heißt, man braucht kein besonderes Bittgebet, das sage ich jetzt am Rande, sondern begebt euch einfach zum Gebet, wenn ihr eine ernsthafte Angelegenheit zu klären habt. Und diese Angewohnheit, die wir vielleicht im Ramadan durch das Tarawih-Gebet, wo wir viele Gebetseinheiten mehr und mehr beten und überhaupt unsere Gebete gefestigt haben, nicht nur mehr, sondern auch qualitativer, vertiefter gebetet haben, dass wir diese Angewohnheit, inshallah, in den nächsten 11 Monate bis zum nächsten Ramadan mit übernehmen. Und Al-Qurtubi, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, er sagte auch, diese Aya kommentierend, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Er sagte, deswegen ist auch der Monat Ramadan, der Monat der Geduld vom Propheten genannt worden. Sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Name, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Monat gegeben hat. Der Monat der Geduld. Und die Prophetengefährten haben das noch weiter ausgeführt. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass das Fasten, das ist eine Überlieferung, dass das Fasten die Hälfte der Geduld ist. Das Fasten ist die Hälfte der Geduld. Und Ibn Abi Hatim, er sagte, dass die Geduld sich auf 2 Dinge bezieht. Ja, As-Sabr, Sabran. Die erste Form der Geduld ist die Geduld oder das sich zurückhalten, weil As-Sawm bedeutet auch, dass sich zurückhalten von den Sünden. Das ist eine Form der Geduld, dass man sich von den Sünden, von den Verboten von Allah Ta'ala zurückhalten kann. Und die andere Form der Geduld ist, dass man innerhalb von Prüfungen geduldig ist. Dass man die Prüfungen so durchsteht, übersteht, wie Allah Ta'ala es seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelehrt hat. Und As-Sa'id ibn Jubayr, er sagte, dies bedeutet Folgendes. Die Geduld bedeutet in puncto Prüfung das Folgende. Erstens, dass du anerkennst, dass Allah Ta'ala gerade dich prüft. Du beziehst dich auf Allah Ta'ala und erkennst das an, dass es von ihm kommt und dass es zu Recht von ihm kommt, weil er das Recht hat, seine Diener zu prüfen. Wir werden befragt, Allah Ta'ala wird nicht befragt. Und das in Verbindung, also diese Anerkennung, ja, Allah prüft mich gerade und es macht seinen Sinn, selbstverständlich. Ich hoffe, dass ich diesen Sinn auch begreife. Und da muss ich durch. Es kommt von Allah. Alhamdulillah. Und ich habe durch meine schlechten Taten dies auch mir, ja, dies angezogen, diese Art von Prüfung. Und der zweite Punkt ist, dass man hofft, die Hoffnung hat, das heißt, Sabr ist auch mit Hoffnung verbunden, dass man Belohnung von Allah Ta'ala empfängt. Die Hoffnung auf Allah Ta'ala, auf seine Belohnung während der Prüfung. Wasta'inu bis-sabri was-salah, liebe Geschwister, diese Aya kommt im Koran oder dieser Abschnitt einer Aya kommt im Koran 2-mal vor. Einmal mit dem Abschluss Inna Allaha ma'as-sabirin und zum anderen mit dem Abschluss Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Das ist wahrlich etwas Schweres, außer für diejenigen, die demütig sind. Das heißt, wir haben auch eine Art Rückmeldung, einen Ratschlag. Wir wissen, wer wir sind. Wenn wir es schwierig haben, Hilfe durch das Fasten, durch die Geduld, durch das Gebet zu suchen, dann wissen wir, dass es deswegen ist, weil wir hochmütig sind. Weil Allah gesagt hat, dass diese Tat denjenigen, also den Menschen schwerfällt, außer denjenigen, die demütig sind. Das heißt, es fällt denjenigen schwer, die hochmütig sind. Die, die keine Hochmut haben, die demütig sind, denen fällt das leicht durch Geduld, durch Fasten und durch Gebet, Hilfe bei Allah Ta'ala zu suchen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, spontan fällt mir ein, der Kommentar von Al-Ghazali bezogen auf eine Ayah im Koran. Diese Ayah ist, Allahu A'lam, in der vierten Sure. In der vierten Sure. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Wenn sie, das ist auf die zerstrittenen Ehepartner bezogen oder auf die Vermittler, die familiären Vermittler in dieser Ehekrise bezogen oder auf beide Parteien bezogen, die Vermittler und auf die Eheleute. Das sagen die Koran-Kommentatoren. Wenn sie beide, also ihr wisst ja, Versöhnung wollen, Verbesserung wollen, dann wird Allah wieder zwischen ihnen Harmonie stiften, sehr sinngemäß. Versöhnung herbeiführen. Worum geht's mir? Mir geht's um die allgemeine Lektion, die Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala möge mit ihm zufrieden sein, aus dieser Ayah, aus diesem Abschnitt einer Ayah abgeleitet hat. Imam Al-Ghazali sagte, diese Ayah ist ein Beleg dafür, dass die gute Absicht zum Erfolg führt. Die gute Absicht einer Person führt zu Tawfiq. Yuwaffiqihillahu bainahuma. Ja? Tawfiq, das Wort Erfolg, Erfolgsverleihung, ja, ist in diesem Verb mit drin. Das heißt, wenn unsere Absichten rein und gut sind, dann werden wir auch Erfolg haben. Warum sage ich das? Ich weiß von einigen Geschwistern, die in sehr, sehr harten Berufen arbeiten. Körperlich oder was die Konzentration anbelangt. Und die Liebe zu Allah und die Liebe zu diesem Gottesdienst führt sie dazu, dass sie keine Überforderung verspüren. Das ist mit eine Ursache. Okay? Das heißt nicht, dass andere, die ebenfalls Allah Ta'ala lieben, ja, aber überfordert sind, dass sie schlechte Menschen sind oder schlechtere, nein. Aber ich sage, es ist ein Faktor. Und sie fasten trotzdem und genießen das Fasten. Und andere, die keine starke Liebe zum Fasten haben, sind überfordert. Gerade eben habe ich das vor ein paar Minuten beim Reinkommen erfahren. Jemand hat mir gesagt, dass er mitbekommen hat, dass Muslime beim Fasten umgefallen sind. Hier in Deutschland, in einem Freibad. Ja, also wenn die Liebe zum Fasten da gewesen wäre, die Liebe zu diesem Monat, dann tut mir leid, liebe Geschwister, aber dann geht man nicht ins Freibad. Versteht ihr? Das heißt, wenn unsere Absichten gut sind und wir nehmen diese Lektion mit für unser gesamtes Leben, reinige immer deine Absicht. Du hast Probleme mit Leuten, du willst wieder Versöhnung, du musst irgendwas klären, reinige erst deine Absicht und dann sprich mit den Leuten. Allah Ta'ala, er verbindet den Erfolg, Erfolgsverleihung, mit der reinen Absicht in dieser Ayah im Koran. Liebe Geschwister,
Taten können entweder unheimlich leicht fallen oder unheimlich schwer fallen. Ja? Das sind manchmal so Nachrichten, die man irgendwie mitbekommt, dass irgendjemand, der lässt sich meterlange Fingernägel wachsen. Und der freut sich. Ist stolz. Sag das mal, wie kann man das machen? Andere, die machen unglaubliche Sachen, ja, sagen vielleicht im Sport, sagen, oh, wie hat er das geschafft? Und andere wiederum, die können bestimmte Dinge nicht machen. Egal, was man ihnen anbietet. Nee, geht nicht. Unmöglich. Ja? Woran liegt das? Das heißt, wir merken, es liegt irgendwie nicht an der Tat an sich. Weil manche können Geringfügiges nicht leisten, weil sie wollen nicht. Können beispielsweise nicht Entschuldigung sagen. Geht nicht. Und andere wiederum können riesige Taten vollbringen. Woran liegt das? Liegt an der Einstellung im Herzen. Das heißt, das Beste, was wir mitnehmen können, aus diesem Monat, der uns erziehen soll, von dem wir uns erziehen lassen mögen, die Verantwortung liegt bei uns, nicht bei diesem Monat, ist eine geänderte Einstellung. Ist eine geänderte Einstellung. Deswegen habe ich, dank Allah, einige Verse vorbereiten dürfen zum Thema, dass man seine Einstellung ändert. Ich darf aus der dritten Sure den 133. Vers vortragen. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. So beeilt euch um die Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der Himmel, Mehrzahl, und der Erde ist. Vorbereitet für die Gottesfürchtigen. Beeilt euch. In der 23. Sura, ab dem 16. Vers. وَالَّذِينَ يُؤْتُوا مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Und diejenigen, die geben, was sie geben, und sich vor ihrem Herrn fürchten, weil sie ihm begegnen werden. Haben wir schon woanders mal geklärt, das sind diejenigen, die tun Gutes und haben Angst, dass ihre Absichten nicht rein gewesen sind und deswegen von Allah Ta'ala diese Tat nicht angenommen wird. Allah beschreibt sie, das sind diejenigen, die beeilen sich, Gutes zu tun, und sie schaffen das auch. Hier ist von Beeilung die Rede. Tut Gutes, Beeilung, Beeilung, Beeilung. In Bezug auf Allah, das Jenseits, werden wir positiv gehetzt. Oh, schnell, 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 schnell. Und alles klar, okay, wir beeilen uns. Ja? Aber schaut euch die Dunya an. In Bezug auf die Dunya. Was sagt Allah in der 67. Sure? هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. Allah Ta'ala sagt, er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat. Er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken einher und esst von dem, womit er euch versorgt hat. Und zu ihm wird die Auferstehung sein. Allah Ta'ala hat hier in der Surat Al-Mulk davon gesprochen, ja, dass die Erde ist uns fügsam gemacht worden. Also wir können in ihr arbeiten, wir können etwas aus ihr herausholen. Dann sagt Allah Ta'ala, lauft auf der Erde. Lauft, famschu. Laufen. Al-Mashi ist laufen. Ist nicht rennen. Seht ihr die Einstellung? In den Hochhäusern, was machen die Menschen da? Die rennen wegen der Dunya, rennen wegen der Dunya, rennen wegen der Dunya. Und dann in Sachen Religion sagen sie, ach, ich habe keine Zeit. Noch nicht mal, dass man zur Religion läuft. Sag, ach, keine Zeit. Einstellung geändert. Nein, wir beeilen uns, Gutes zu tun, für das Jenseits, für Allah. Und dazu kann ja auch unsere Dunya zählen, unser Beruf. Ja? Aber was das Weltliche anbelangt, wir bewegen uns. Definitiv. Wir stehen nicht still. Allah hat gesagt, famschu, lauft. Ja? Aber wir hetzen uns nicht. Die Dunya wird schon da sein, wenn wir laufen. Das ist eine Garantie von Allah Ta'ala. Ja? Bruder, später werde ich deine Hand küssen, ja?
Und dann werden wir weiterbeten, weil das hat, ich wollte seine Hand nehmen, ich wollte nicht von ihm einen Kuss haben. Das wollte ich nur unter euch geklärt haben. Weiterhin, liebe Geschwister, weiterhin, nicht, dass das falsch verstanden wird, dass ich irgendwie hier, sowas mache ich nicht. Ja, ich wollte die Hand vom Bruder schütteln. Liebe Geschwister, weiterhin, wie wir unsere Einstellung ändern können. Schauen wir auf die Werbung, die wir uns eigentlich nicht anschauen sollen. Liebe Geschwister, ich habe seit 1998, ich weiß, ich bin alt, seit 1998, seitdem ich 18 bin, habe ich keinen Fernseher mehr. Ihr braucht keinen Fernseher. Aber wenn wir an Werbung denken, die Werbung erreicht uns über viele, viele Wege. Womit lockt uns die Werbung, liebe Geschwister? Womit lockt uns die Werbung? Welche Begriffe? Begriffe wie Freiheit, Begriffe wie Leben. Ja? Wir kennen vielleicht ein neues Produkt, das heißt Leben. Ja? Also von einem bekannten Produkt jetzt so, ich will jetzt nicht dafür Werbung machen, weil das Produkt sollte man so oder so nicht kaufen. Das ist keine ethische Firma. Ja? Es nennt sich Leben. Freiheit, Leben, Gutes, Erfolg, Wohlstand. Das sind die Begriffe, mit denen wir gelockt werden von der Werbung. Schauen wir uns an, wie Allah Ta'ala diese Begriffe im Koran behandelt. Weil wenn sich unser Herz ändert, unsere Einstellung, dann werden wir Dinge, die wir zuvor nie tun konnten, locker und gerne tun. Ja, das ist der Sinn dahinter, weil Allah Ta'ala im Koran sagt, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Reisen Sie denn nicht auf der Erde umher, sodass Sie Herzen bekommen, mit denen Sie begreifen, oder Ohren, mit denen Sie hören? Denn nicht die Blicke sind blind, sondern blind sind die Herzen, die in den Brüsten sind. Was sagt Allah Ta'ala zum Thema Leben, zum Thema Belebung, ja, qualitatives Leben? Ja, ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ihr Gläubigen, diejenigen, die Iman haben, damit sind alle Gläubigen gemeint, antwortet Allah und seinem Gesandten, wenn er euch zu etwas ruft, was euch Leben verleiht. Wenn er euch zu etwas ruft, was euch Leben verleiht. Das heißt, die Gebote des Islams, liebe Geschwister, sie verleihen uns wahres Leben. Die Gebote des Islams, sie verleihen uns das wahre Leben. Das, was andere versprechen, was nicht auf die Versprechen von Allah Ta'ala aufbaut, das ist alles gelogen. Bewusst oder unbewusst. Wahres Leben haben wir nur, wenn wir Gott ergeben, als Muslime leben. Ansonsten werden wir kein wirkliches Leben gehabt haben. Und subhanallah, das ist eine Eigenschaft, die habe ich bei jedem Gelehrten bisher, den ich treffen durfte, gesehen, dass er, wenn es nicht um das Wissen geht und um ernsthafte Angelegenheiten geht, sondern kleine Kinder da sind, diese Menschen haben das kindlichste Lachen von allen Erwachsenen. Diejenigen, die Allah Ta'ala nahestehen, einer meiner Lehrer aus Ägypten, der auch bei mir Hijama gemacht hat, und ich habe seine Predigt verfolgt, sehr, sehr beeindruckende Predigt. Alle waren, ja, die haben um die Hälfte weniger geblinzelt. So müsst ihr euch vorstellen, alle haben so da gesessen. Sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe ihn darum gebeten, dass er mit mir Hijama macht und mir Ratschläge fürs Leben gibt. Habe ich zu mir nach Hause eingeladen. Und dann hat er meine Tochter gesehen, 3 Jahre. Und subhanallah, im selben Augenblick ist er auf den Boden gegangen und hat mit ihr verschiedene Tiere durchgemacht. Er war ein Hund, er war eine Katze, er war dies und jenes. Meine Tochter war nur, ja, die war, was ist das? Ja? Weil diese Menschen... Oder wenn man dem Ruf von Allah Ta'ala und seinem Gesandten nachkommt, man ist ein ganz befreiter, leichter Mensch, liebe Geschwister. Nicht so, wie es uns verkauft wird, die Gelehrten sind verkrampft und
so immer, nein, ganz im Gegenteil. Kann ich euch garantieren von meiner persönlichen Erfahrung. Freiheit. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Als die Frau von Imran, die Mutter von Mariam, Allah Ta'ala möge allen seinen Segen und seinen Frieden schenken, sagte: Mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist. Sie war schwanger gewesen und sie wollte dieses Kind für den Dienst in der Moschee freigeben. Also, dass dieses Kind sich dann praktisch um die Moschee kümmern wird und viel beten wird, fasten wird, die Heiligen Schriften studieren wird und ja, also im Sinne von, dieses Kind soll nichts mit Handel zu tun haben, soll nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, sondern nur für die Moschee, für den Dienst an Allah Ta'ala da sein. Ja? Muharrara. Muharrara bedeutet wortwörtlich befreit. Wortwörtlich. Befreit. Nach meinen nicht genügenden Forschungen, das einzige Mal, dass dieses Wort im Koran erwähnt wird. Dass dieses Thema Freiheit in diesem, also mit dieser Wortwurzel erwähnt wird, das einzige Mal. Muharrara. Das heißt, die Befreiung, liebe Geschwister, verbindet die Mutter von Imran, alayhi salam, mit dem Dienst an Allah Ta'ala. Dann bist du in Wirklichkeit frei. Aber hier in dieser Welt, ja, Religion versklavt die Menschen, Opium fürs Volk. Nein, im Gegenteil. Deine Beziehung zu Allah Ta'ala setzt dich erst frei. Weil du bist frei von allen falschen Vorstellungen, was dich betrifft. Du kannst nach deiner wahren Programmierung, hier sind einige Informatiker, nach deiner wahren Programmierung kannst du leben. Und dann fühlst du dich wohl, weil du wirst so gebraucht oder du gebrauchst dich so, wie es auch sein sollte. Erfolg. Ja, ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. O ihr Gläubigen, verbeugt euch und werft euch nieder und dient Allah. Also hier sind die Ibadat im Näheren angesprochen. Und dann, und tut Gutes. Warum? Auf dass ihr erfolgreich sein möget. Auf dass ihr erfolgreich sein möget. Wieder dieselbe oder eine ähnliche Lektion. Wir fangen bei Allah an. Mit unserer Verbeugung. Mit unserer Niederwerfung. Mit unserer Ibadah. Und dann tun wir Gutes. Also, das, ja? Im Allgemeinen auch an unsere Mitmenschen. Und dann kommt der Erfolg, liebe Geschwister. Dann kommt erst der Erfolg. Das Gute. يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ. Wenn Allah in euren Herzen etwas Gutes weiß, also wenn wir unsere Herzen reinigen und aufgrund dieser Reinigung Gutes tun, wird er euch etwas Besseres geben als das, was euch genommen worden ist. Allah garantiert Khayr, ist eine Garantie von Allah. Er garantiert Gutes und Besseres, wenn wir auf unsere Herzen achten und darauf achten, dass in unseren Herzen Gutes ist und dass wir unsere Herzen verbessern. Das heißt, das, was jetzt auch durch den Ramadan, diese Baraka, ohne Übertreibung, ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Form übertreibe und ich glaube auch, dass ich euch allen irgendwie aus der Seele spreche. Dieser Monat ist ein Monat des Segens für alle Angelegenheiten. Ich habe mit meinen Kindern gespielt, mit verschiedenen Bällen, und dann habe ich einen Basketball in die Hand genommen. Ich habe damals nicht gut Basketball gespielt, aber es hat mir eine Freude gemacht. Ich habe angefangen zu dribbeln, ja, und subhan, es ist mir leichter gefallen als damals. Warum? Weil ich versuche, in diesem Monat Allah Ta'ala näher zu kommen. Und so geht es euch doch auch. Ihr habt doch auch diese unglaublichen Geschichten, wo ihr euch nicht drüber traut zu sprechen oder nur mit einigen guten Geschwistern, was den Alltag vom Ramadan anbelangt, weil ihr sagt, das sind Segnungen, die kann man irgendwie nicht erklären. Weltlich nicht, aber religiös schon. Und dass wir das mitnehmen
in ja, die 11 Monate wahres Leben, ihr wisst, wie ich es meine, ja, so im Sinne von geprüfteres Leben, weil das ist eine Auszeit, eine Geschenkzeit, eine Urlaubszeit, eine Vorbereitungszeit, der Ramadan, den wir, wie gesagt, nutzen sollen, um danach bessere Muslime gewesen zu sein. Lasst uns an dieser Stelle, beziehungsweise bevor wir die Bittgebete machen, sammeln wir für die Aktivitäten der Moschee. Liebe Geschwister, während die Geschwister sammeln, darf ich daran erinnern, dass wir eine riesige Steigerung haben in Sachen Iftar-Speisungen. Eine riesige Steigerung, wo im letzten Jahr vielleicht 60 Leute am Abend mit uns gegessen haben. Ohne Übertreibung sind vielleicht jetzt 160 Leute da. Ja, und das, wie gesagt, für 30 Tage. Das geht natürlich auch an die Kosten und das ist unsere Moschee hier. Im Sinne von unserer Moschee. Das ist etwas, das wir tragen müssen, liebe Geschwister. Und in Bezug auf die Iftar-Speisung darf ich euch sagen, es ist eine doppelt gute Tat. Weil sehr viele von den Geschwistern, die da sind, sind Asylsuchende, sind Flüchtlinge und sie genießen nicht nur die Atmosphäre im Ramadan, sondern auch eine gesunde, gesegnete Halal-Mahlzeit in einer gesegneten Atmosphäre auch. Das heißt, es ist auch ein Dienst an die Geschwister, nicht nur, dass es ein Gottesdienst ist, dass man diese Iftar-Speisung für die Bedürftigen ermöglicht. Und auch vergesst nicht, und das in allen Moscheen grundsätzlich, vergesst nicht, den Verantwortungsträgern zu danken. Und damit meine ich nicht die Prediger und die Imame ausschließlich. Nein, gerade diejenigen, die man nicht sieht, diejenigen, die das Essen kochen, diejenigen, die ungefähr noch eine Stunde zusätzlich fasten, also sie haben natürlich ihr Fasten gebrochen, aber die kommen erst zum Essen, während wir hier vielleicht um 10:45 anfangen zu beten. Warum? Weil sie bedienen hier, bedienen da, Brot hier, Suppe da, extra Wunsch hier, extra Wunsch da. Alhamdulillah, gern geschehen, Bruder, was kann ich noch für dich tun? Ja? Und unser Dank an Allah Ta'ala wird nicht angenommen, wenn wir auch diesen Geschwistern gegenüber unseren Dank aussprechen. Weil der Prophet gesagt hat, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Wer den Menschen nicht gedankt hat, der hat Allah Ta'ala auch keinen Dank erwiesen. Und was ist der Unterschied zwischen Dank und Lob? Ich will nicht, dass ihr die Leute lobt. Hast du gut gemacht, Bruder. Mashallah. Nein, nein, nein. Wisst ihr, wo der Unterschied zwischen Dank und Lob ist? Dank drückt man auch in einer Tat aus. Lob ist im Herzen. Man kann jemanden im Herzen loben, ohne das auszusprechen. Oder wenn man das ausspricht. Aber der Dank, der bedeutet mit anpacken. Das heißt, wenn ihr jetzt etwas tiefer in die Taschen gegriffen habt, vielleicht den Schein rausgeholt habt, das bedeutet wahrer Dank, liebe Geschwister. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Shakir, ja Shakur. Bitte helf uns, oh Allah, zu wissen, dass wir dir nicht danken können und es trotzdem unser Leben lang versuchen, indem wir Gutes tun. Amin. Oh Allah, bitte vergib uns unsere Sünden und bitte helf uns, von unseren großen Sünden wegzukommen und auch die kleinen Sünden nach und nach aus unserem Leben herauszubekommen, oh Allah, dass wir uns anstrengen für dich. Vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben insgesamt und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, oh Allah, zu deinem gesegneten, friedvollen Weg. Allahumma amin. Oh Allah, bitte steh all denjenigen bei, die hart geprüft sind, die bekriegt sind, die gefoltert sind, die vertrieben sind, die auf der Flucht sind, die Trost brauchen, die Medikamente brauchen, die gute Worte brauchen, die Essen und Trinken und Kleidung brauchen, oh Allah, die ein Heim brauchen, die Bildung brauchen, die einen Schutz brauchen für ihre Würde und für ihr Leben und für ihre Gesundheit, oh Allah. Bitte steh all diesen Menschen bei und all denjenigen, die ihnen beistehen und lass uns unseren Teil dazu beigetragen haben. Allahumma amin, Allahumma amin. Oh Allah, bitte gib uns all das Gute, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihr beten hat und schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wofür auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Aqim as-salam.